Wir haben hier heute das dritte Masterplan Forum 100% Klimaschutz durchgeführt. Hier ging es unter anderem darum, die Bürgerbeteiligung zum Klimaschutz in Beckum mit Projekten und Maßnahmen zu beschreiben, zu diskutieren und jetzt auch abzustimmen. Wir haben heute einen Vortrag gehört zum Thema Klimaanpassung von einem Klimaanpassungsnetzwerker der Energieagentur NRW. Zusätzlich wurde von dem Büro Jungstadtkonzepte verschiedene Handlungsfelder zum Thema Klimaschutz aufgezeigt und die haben wir in Anschluss daran in verschiedenen Gruppen diskutiert und Projekte weiterentwickelt und besprochen. An dieser Tafel hier wurde das Handlungsfeld Klimabewusst Leben dargestellt. Wir haben drei Schwerpunkte vorgegeben. Das Thema gesunde Ernährung, regionale Produkte, das Thema Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen und das Thema Wissensvermittlung und Erfahrungen für Kinder, Jugendliche und Schüler. Die Punktebewertung war so, dass 7 Punkte für das Thema Ernährung und regionale Produkte verteilt worden sind und 11 Punkte für das Thema Schülerinnen und Schüler, wobei es natürlich dort auch noch eine ganze Menge Verbindungen gab, zum Beispiel das Thema Essen in der Schule, Schulmensa, also gesundes Essen, regionales Essen ist ein Thema, was beide Aspekte verbindet. Wir haben zusätzlich noch das Thema Repair-Café hier für Beckum auch schon diskutiert, wo wir auch schon eine Initiative gefunden haben, die das da bringen will. Es gab verschiedene Aspekte hier. Wir wollen bestehende Strukturen erweitern und ausbauen. Wir wollen versuchen, möglichst viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger auch anzusprechen und suchen dafür auch Klimabotschafter, also auch Gesichter. Und wir müssen natürlich, und das ist auch deutlich geworden, hier nochmal einen wesentlichen Schwerpunkt im Bereich Schulen und Kindergärten setzen. Im Handlungsfeld Verkehrsplanung und Mobilität gab es 4 Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt war ÖPNV und kombinierte Mobilität. Der nächste Schwerpunkt ist Radverkehr fördern. Daraufhin ein weiterer Schwerpunkt kommunale Fahrzeugflotte. Und der 4. Schwerpunkt ist Elektromobilität fördern. In der Gewichtung nach dem heutigen Forum war es so, dass der Radverkehr fördern das Handlungsfeld besonders gut bewertet bzw. besonders wichtig erachtet wurde und ebenso das Handlungsfeld Elektromobilität fördern. Als Anmerkung wurde gesagt, dass man Mobilität auch im Alter ermöglichen soll und vor allem auch, dass schon bei den Schulkindern man beginnen soll, die möglichst frühzeitig mit einzubeziehen und auch insbesondere den Weg zu den Schulen mit in die Projektideen aufnehmen sollte. Das Handlungsfeld Erneuerbare Energien, Energieversorgung und technische Infrastruktur beschäftigt sich mit den strategischen Schwerpunkten um den Einsatz von erneuerbaren Energien und vor allen Dingen auch die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien besonders zu fördern. Wir haben hier 4 strategische Schwerpunkte. Einmal die Solarstrominitiative Beckum, die sich im Wesentlichen mit der Frage beschäftigt, wie halt Solarstrom auf privaten Dachflächen besonders gut genutzt werden kann. Dann haben wir den Schwerpunkt der Beteiligungs- und Betreibermodelle für erneuerbare Energien. Da geht es insbesondere um die Frage, mit welchen Geschäftsmodellen auch bei einer abnehmenden Förderung für Solarstrom solche Modelle auch in Zukunft gut gefahren werden können. Der 3. Bereich, klimaschonende Wärmeversorgung, beschäftigt sich mit Möglichkeiten der Wärmeversorgung, der klimaschonenden Wärmeversorgung von einzelnen Gebäuden, aber auch von ganzen Quartieren. Da spielt insbesondere das Thema der Abwärmenutzung durch die in Beckum befindlichen Zementwerke eine große Rolle. Und schließlich der 3. Schwerpunkt Power to X und kommunale Infrastruktur ist ein Schwerpunkt, der sicherlich erst in einem Zeitraum ab 2030, 2035 besonders relevant wird, wenn es nämlich um die Frage geht, wie lässt sich zum Beispiel Erdgas als fossiler Brennstoff ersetzen. Da gibt es eben technische Möglichkeiten, durch Solarstrom auch synthetisches Erdgas herzustellen. Man sieht hier, dass eigentlich eine sehr hohe Priorität auf den ersten Schwerpunkt gesetzt wird, Solarstrom-Initiative Beckum, weil das sicherlich auch ein Bereich ist, in dem man jetzt sehr kurzfristig und auch sehr direkt jetzt auch starten kann. Und das ist von daher, hat dort die meisten Punkte bekommen, gefolgt von der klimaschonenden Wärmeversorgung.
Das Handlungsfeld Stadtentwicklung und Klimaanpassung gliedert sich in drei Schwerpunkte. Zuerst die nachhaltige Freiraumentwicklung und die Klimaanpassung, die Siedlungsentwicklung Neubau und die klimaschonende Gewerbeflächenentwicklung. Und ganz klar, so stuft sich auch von unten nach oben die Bewertung ab. In der klimaschonenden Gewerbeflächenentwicklung wurde angemerkt, dass in Beckum grundsätzlich vieles bereits sehr gut funktioniert, dass Unternehmen grundsätzlich ein hohes Interesse daran haben, hier klimaschonend zu agieren. Im zweiten Schwerpunkt, das ist die Neubauentwicklung und die Siedlungsflächenentwicklung, ist grundsätzlich ein etwas höheres Interesse gegeben, aber hier sind die Handlungsspielräume grundsätzlich einfach begrenzt, wie angemerkt wurde. Das heißt, hier geht viel über Gesetze, Regelungen und so weiter. Ganz klar dominierend ist das Thema Klimaanpassung, wo viel darüber diskutiert wurde, was kann Klimaanpassung im Beckum bedeuten, was muss es sein, was sollte es nicht sein. Und ganz deutlich wurde von verschiedenen Teilnehmern angesprochen, dass uns Klimaanpassung immer nur dann interessiert, wenn es uns selber betrifft oder unsere Nachbarn betrifft. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Erfahrungsräume, in denen das Bewusstsein dafür geschaffen werden kann, dass es einfach ein wichtiges Thema für Beckum ist und einfach zu erfahren, was es auch für Synergieeffekte im Stadtraum, für Stadtklima, für Stadtraumaktivität schaffen kann. Ja, im Handlungsfeld Bauen, Wohnen und Sanieren haben wir heute diskutiert über zwei verschiedene Handlungsstränge. Zum einen gibt es den kommunalen Ansatz, dass also die Kommune Beckum als Vorbildfunktion alle ihre kommunalen Gebäude und Liegenschaften sanieren möchte und auf einen super Standard bringen möchte, dass also letztendlich bis 2050 auch da die Ziele für die kommunalen Gebäude erreicht sind. Der zweite Punkt ist, dass natürlich aber auch der private Wohngebäudebestand hier berücksichtigt werden muss. Der ist auch wesentlich wichtiger hier betrachtet worden mit diesen grünen Punkten. Und hier haben wir auch noch drei Maßnahmen ergänzt. Also dass es einmal wichtig ist, die Heizungen im Wohngebäudebestand abzugleichen, also einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Dass wir hier auch das Smart Home Programm weiter nach vorne bringen, zusammen mit den Stadtwerken, EVB zusammen. Und dass wir auch KWK, also kleine Heizkraftwerke in das Wohngebäudebestand einbauen würden und damit sozusagen Strom und Wärme aus einer Quelle beziehen.